Ich wollte mich übrigens bei euch bedanken für 103 Abonnenten, habe ich jetzt. Ich habe am Wochenende, am Sonntag, habe ich mal reingeguckt, da waren es noch 99. Da dachte ich, es müssten ja die 100 bald voll werden. Und prompt habe ich jetzt 103, weil ich heute reingeguckt habe. Danke. Wieder, wieder. Ah. So. Das ist nicht die. Gut. Muss dann mal gucken. Strom hat sie, weil die kriegt den Strom von derselben Lampe. Hallo, erstmal. Ich mache heute mal Abendbrot im Brutto. Weil ich dann gleich noch was machen will. So, ganz einfach durch mal ein paar Wiener heute Abend. Ja, ich komme von der Arbeit. Und da hatte die Nachbarin ein Paket für mich. Drin war eine Multisteckdose, die ich mir hinten noch hinbauen will. Und ein paar von den kleinen netten Lampen. Gehen mit Bewegungsmelder. Und die will ich mir jetzt in die Schränke mit einbauen, weil ich sitze ja immer da, wenn der abends was aus dem Schrank holen will, fängst du an mit der Taschenlampe rumzuobern. So, durch mein Abwasser eingefroren ist es ein bisschen blöd. Ich habe da heute früh schon ein bisschen Salz reingekippt. Aber das wird erst wieder frei, wenn ein bisschen auftaut. Ich werde zwar das heiße Wasser reingießen. Das ist noch nicht so viel, dass es dann überschwappt. Aber ich denke mal, das heiße Wasser wird nicht viel bringen. Weil das kaum bis zum Eis vorstößt, weil das Wasser steht ja hier schon leicht im Becken. Wahrscheinlich habe ich einen kleinen Bogen noch im Schlauch, wo das Wasser stehen geblieben ist. Müsste ich hier hinten nochmal hinter die Verkleidung gucken. Sollte eigentlich ziemlich gerade sein. Aber na gut. So, und jetzt für jede Lampe gab es ein kleines kurzes Ladekabel dazu, das ist auch ganz gut. Ja, und die hat hier einen Magnetstreifen. Dann kann man die hier im Schrank an die Wand heften und zum Laden mal schnell abmachen. Ich werde später nochmal berichten, wie lange die brennt, beziehungsweise wie lange ich die nutzen kann. Ich werde die ja nie am Stück brennen lassen, sondern immer mal, wenn ich im Schrank was suche. Die meiste Zeit läuft die an Standby. Trinken wir erst mal einen Schluck. Prost. Ah, klappt.
eigentlich von der Sache her eigentlich nicht schlecht. Jetzt sieht man was im Schrank. Aber gerade in den Schubfächern hier ist viel Zeug, was in den Kurven wahrscheinlich auch ein bisschen hin und her rutscht. Bin übrigens am Sonntag nach Steifen gefahren und habe mir dort den Weihnachtsmarkt angeguckt, beziehungsweise den Ort, der ja ein einziger Weihnachtsmarkt ist. Die Kirche von dem Ort kennen sicher viele von euch. Die wurde im Stil der Frauenkirche von Dresden von, Name fällt mir jetzt leider nie ein, gebaut. Natürlich ganz klein und heimlich. Ist ja bloß ein kleiner Ort, das Greifen. Ist aber sehr bekannt als Spielzeugstadt der DDR. Wir kamen, beziehungsweise kommt sehr viel Weihnachtsschmuck. Die Weihnachtsengel kommen hierher. Und was eigentlich ganz bekannt und eigentlich auch sehr genial ist, die gedrechselten Tierfiguren. Da wird ein Ring gedrechselt. Dann schneidet man den aus und schnitzt die Figuren darauf. Gibt es auch einige Videos im Internet, wie das funktioniert. Da habe ich keine Führung mitgemacht. Ich bin dort eigentlich bloß immer über den Weihnachtsmarkt geschlendert. Am Sonnabend wäre ein Umzug gewesen, das habe ich leider nie gewusst, sonst wäre ich wahrscheinlich am Sonnabend gefahren. Gibt es erstmal Abendbrot und ihr könnt den Film gucken. Film ab. Ja, ich habe übrigens, damit ich die Heizung jetzt auch nutzen kann, wenn die Autobatterie langsam müde wird, habe ich mir jetzt kurzerhand ein normales Ladegerät dran gehangen. Ich habe mir hier an meine Elektrikbox noch zwei Anschlüsse dran gemacht, die ich von außen erreichen kann, wo ich ein Ladegerät auf die Autobatterie anschließen kann. Jetzt habe ich quasi das Perpetuum mobile neu erfunden. Lädt mit 8,6 Ampere. Ich lade von meiner Zusatzbatterie meine Autobatterie auf. Kurz nachdem ich die anschließe, schaltet natürlich mein D-Plus-Relais wieder zu. Und die Ladung geht zum Teil auch wieder auf meine Zusatzbatterie. Das heißt, was ich jetzt raus tue, kommt genauso wieder rein. Ja, ist natürlich Quatsch, das bringt es natürlich nie. Meine Autobatterie wird natürlich dann auch leerer. Aber da ich da genügend Kapazität drauf habe, fällt das bisschen was ich fürs Auto noch brauche, also um die Heizung zu betreiben, natürlich mit. Jetzt kann ich die Heizung auch wieder einschalten, wenn die Autobatterie leer ist. Aber ich habe eben im Winter trotzdem noch Heizung. Und habe jetzt die Aufnahmen, die ich heute gemacht habe, schon in den Rechner geholt und ein bisschen zusammengeschnitten. Die Musik aus der Kirche kommt ganz gut. Die habe ich dann, nachdem die Kamera lief, der Anfang über die Kamera, der klingt nicht so besonders. Aber der hat ja sowieso bloß langsam angefangen, ganz leise. Und ich habe dann ziemlich schnell das Handy gleich angeschaltet. Da ist jetzt über die Kamera aufgenommen, der Ton. Ab jetzt. Und jetzt blendet er langsam über auf den Ton, den ich mit dem Handy aufgenommen habe. Da ist qualitativ nicht so.
Jedenfalls wäre ich jetzt hier eine Runde schlafen. Ich habe mich noch mal ein bisschen umgebracht. Ich stehe, wie gesagt, auf dem öffentlichen Parkplatz direkt hier am Ortseingang. Bin jetzt der Einzige, der noch steht hier. Und ja, dann gleich, wenn ich das Bier ausgetrunken habe, mein Bett fertig machen. Und morgen früh in aller Ruhe hier gefrühstückt, brauche ich ja dann immer zwei Stunden. Also ich weiß nicht, um 9 Uhr rum wäre ich dann meistens munter. Werde mich dann aus dem Bett quälen und in aller Ruhe frühstücken. Brauche ich ja immer, ich glaube mal 2 Stunden. Ich mache da aber ganz gemütlich. Vielleicht kann ich ja die Kirchenglocken morgen nochmal filmen bzw. aufnehmen. Und dann werden wir morgen Nachmittag wieder nach Hause kommen. Und Montag habe ich ja noch frei, weil ich am Dörren nochmal ran muss. Und kann ich im Prinzip nochmal in Ruhe ausschlafen und dann halt meine Runde. So, aber ich werde jetzt langsam Schluss machen. Ich sag mal, wir sehen uns entweder morgen beim Frühstück, da ich noch was erzählen will. Oder wir gucken morgen in Seifen und suchen den Cash. So long. Ja, was du alles hier findest, ey. So, Mann. Ja, die Einstiege sind halt immer echt beschissen, ne? So gibt es die Seite nicht ganz schlimm, aber die andere Seite ist finster, oben und unten. Da bin ich ja froh, dass es auf der Seite echt gut aussieht. Aber das Kernproblem ist, das muss man sehen, ist. Ja. Wieder mal aus der Rubrik YouTuber vorgestellt. Weil ich auch gerne gucke. Ist vom René Greer. Das fing an, dass da sich ein Dogger ausgebaut hat. Ein Dacia Dogger, also so ein kleines Hundefängerauto. Von dem habe ich mir das ja auch hier halbwegs abgeguckt, wie ich ja mein Auto umgebaut habe. Sein nächstes Projekt war dann, dass da sich ein Fahrradwohnwagen gebaut hat. Und damit auch auf Achse und Turn gefahren ist. Ja, und da hat eben eigentlich immer interessante Sachen, wie er die Dinger gebaut hat und seine Fahrten halt sind ja auch so ganz interessant. Ja, dann ging das weiter. Der hat ja dann, wie gesagt, die Kosche in Berlin kennengelernt. Ich mit der und ihren Kindern. Und sie brachte zwei Kinder mit und ein, der ist jetzt 1 Jahr alt, sowas, hat er mit ihr zusammen. Sind die mit zwei so einen kleinen Hundefängern, die Berlinerin hatte noch so einen Berlingo-Club, den sie auch ausgebaut haben. Und da sind die da zu zweit gefahren. Zu fünft mit ihren Kindern noch alle. Den ganzen Sommer durch Marokko getourt. Ist auch ganz interessant. Auf dem alten LKW-Anhänger. Den hat er sich als Wohnung ausgebaut, als Teenie-Haus. Hat das dann auf irgendeinen Campingplatz abgestellt und wohnt auf dem Campingplatz. 8 Wochen durch Marokko getourt. Alle Mann mit den 2 Kindern. Tja, und dabei hat er festgestellt, dass wenn du als Familie reist, dann sich ein Wohnmobil doch besser macht. Und da hat er sich den uralt Sprinter gekauft, den uralt Sprinter,
als fertiges Wohnmobil schon. Und jetzt hat er einige Videos, wo er das Ding dann schon auseinandernimmt, alles repariert. Da kommst du ja auch vom Hundertsten ins Tausendste und bist ständig am Basteln und machen. Der will das Ding neu lackieren, hat alle Verkleidung und sowas abgebaut, da kommt immer überall Rost zum Vorschein. Ja. Hat er sich auch wieder richtig was aufgepumpt. Guckt das jedenfalls ganz gerne, was der macht. Hat, wie gesagt, Videos von seinen Touren und auch Videos von seinen Bastelaktivitäten. Und hat eine ganz, ganz gesunde Einstellung. Kann ich euch auch nur empfehlen, guckt euch das mal an, wenn es dann. René Quer heißt der. Link steht da oder unten in der Beschreibung. Tja, am Freitag kriege ich meine Küche gemacht. Weiß nicht, ob dann erst bloß die Bolzen reinkommen und die Zähne später oder ob die Zähne schon reinmacht, kann ich jetzt gar nicht sagen. Okay, ich dialoge auch schon.
bin ziemlich eingeschneit hier. Auf der Straße sind schon ein paar lang gefahren, die festgefahren. Das ist überhaupt nicht mehr. Aber eine geschlossene Schneedecke hier hinterm Auto. Aber ich denke mal, dürfte kein Problem sein. Wobei ich vergessen habe, die Bikes zu kaufen. Da gibt es so eine, ja, Schneeketten sind es nie, aber die kann man sich leicht um die Räder schnallen. Schneller und bequemer als Schneeketten. Und so eine Strapse, die habe ich aber vergessen zu kaufen. Da wollte ich noch mal ein paar bestellen. Tja, du, hab's leider nie geschafft, mich weit zu schaukeln. Hab jetzt noch Haufen Äste reingeworfen, aber ohne Erfolg. Hab mich zu sehr eingegraben. Hier brauch auch keiner schieben. Hier muss ich mich dann immer rausziehen. Hier kamen gerade welche an, haben die Lampen kontrolliert. Die wollten oder konnten mich nie rausziehen, dürfen sie. Und haben aber ihn angerufen, der ist gerade noch im Winterdienst unterwegs und kommt dann hier vorbeigefahren, wenn er zurückkommt. Ich muss ein bisschen warten, nützt ja nichts.